Vor vielen Jahrhunderten drangen in Japan Nylog-Monster in unsere Welt ein. Samurai-Krieger haben sie seit jeher mit Machtsymbolen bekämpft, die sie von ihren Vorfahren übernommen hatten. Heute sind die Nylogs wieder da und drohen, die Erde zu fluten. Glücklicherweise stellt sich ihnen eine neue Generation von Helden in den Weg, die Power Rangers Samurai. Hallo? Wo sind die denn alle? Sind die jetzt ohne mich weg? Also ich weiß nicht, ob das klappt. Denk positiv, Kevin. Sobald wir alles fertig haben, müssen wir es nur noch verstecken. Das wird toll morgen. Es wird Emilys erster Geburtstag ohne ihre Schwester sein. Deshalb ist es schön, dass wir uns was ausgedacht haben. Wisst ihr, wie ihr gerade geguckt habt, als stünde Meister Sandra draußen. Haha, wir wollen nicht, dass Emily uns erwischt. Keine Sorge, Emily ist gerade raus. Was ist mit der Torte? Ich habe alle Zutaten für eine super leckere Torte. Ich muss sie nur machen, ohne dass sie es merken. Nein! Ich meine, das wäre riskant. Antonio hat schon eine Torte bestellt. Oh, okay. Antonio! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Rangers together! Samurai forever! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Der Boss hat üble Laune und ich bekomme langsam Angst. Sei lieber vorsichtig. Ja, er kommt mir vor wie eine Stange Dynamit mit einer sehr kurzen Zündschnur. Wir müssen aufpassen, dass der Boss jetzt nicht explodiert. Deshalb halte ich das, was du so treibst, auch für keine gute Idee. Ach, wovon brabbelst du jetzt schon wieder, Nudelgesicht? Ich weiß, dass du hinter Meister Sandreds Rücken mit Decker gesprochen hast. Ja, und? Ich meine ja nur, sei vorsichtig. Der Boss wird euer Du rettest mich und ich rette dich Spielchen gar nicht schätzen. In unser beider Interesse werde ich so tun, als wüsste ich nichts davon. Lass mich einfach in Ruhe. Kommt schon, Fische beißt! Ausgerechnet heute stellt ihr euch so an. Emily liebt Fisch. Sie war so nett. Sie wollte, dass ich mit dabei bin von Anfang an. Und deshalb fange ich jetzt ein tolles Geschenk zu ihrem Geburtstag morgen. Oh, das weiß ich doch, Kumpel. Dir ist so langweilig, du brauchst mal wieder Action. Du darfst mit zur Geburtstagsfeier kommen. Ha! Die Wellen sind nicht von schlechten Eltern. Der Sandzufluss ist genauso stürmisch wie die Launen von Meister Sandred in letzter Zeit. Sieh nur, er ist sogar sauer auf seine eigene Medizin. Dabei sollte er sich freuen, schließlich werden die Nylogs immer stärker, je höher der Fluss steigt. Und wenn ich den menschlichen Vollsusen Angst gemacht habe, wird er noch höher sein. Splitface, ich habe keine Zweifel, dass du tonnenweise Elend verbreiten wirst. Mir wird nämlich ganz elend, wann immer ich dich treffe. Meister Sandreds Fluch berührt mich nicht. Aber dass ich halb Mensch, halb Nylog bin, fühlt sich an, als läge ich in Fesseln. Ich muss das ändern. Hey! Ich weiß, was du da hast. Angelruten. Und da hinten beißen sie wie wild. Heute Morgen war übel, aber gerade eben lief super. Ich bin kein Angler. Oh.
Aber du hast sicher Hunger. Es ist Essenszeit. Ich bin gerade dabei, ein neues Rezept auszuarbeiten. Du siehst mir aus wie ein Kerl mit Geschmack. Ich bin beschäftigt. Hey! Antonio, wir brauchen dich. Eine Nylock-Attacke. Nein, nein, kein Grund zur Panik. Alles, was ich von dir will, ist deine Seele. Schlaf schön. Wow, das waren ein paar äußerst delikate Seelenhappen. Und ich glaube, da ist noch Platz für Nachtisch. Mal sehen, wer von euch Süßen wird das Sahnehäubchen meines leckeren Mahls? Oh, jetzt verstehe ich, was Fastfood bedeutet. So, die Küche hat geschlossen, Nylock. Die Samurai Rangers. Ha, es reicht. Ha, Fressattacke. Das ist die Squash mit Zähnen. Du bist genau das Richtige zum Nachtisch. Warte, nein. Emily, was hast du mit ihr gemacht? Emily, alles in Ordnung? Wach doch auf! Ich muss schon sagen, ihre Seele war furchtbar lecker. Und in 24 Stunden wird sie ganz mir gehören. Für alle Zeiten. Was? Für alle Zeiten? Solltet ihr mich natürlich besiegen, bekommt ihr all die Seelen zurück. Aber das wird nicht passieren, denn ich gehe zurück in die Unterwelt. Und dahin kann mir kein Sterblicher folgen. Jungs, das müssen wir verhindern. Ihr solltet euren letzten Tag mit eurer Freundin genießen. Denn ich haue jetzt ab und ich komme nicht wieder zurück. Das kannst du knicken. Das werden wir nicht zulassen. Genau, nie im Leben. Oh doch, Tschüssikowski. Du kommst sofort zurück. Wir lassen dich nicht gehen. Pass auf. Jetzt machen wir dich fertig. Ha! Fressattacke! Noch einen schönen Tag! Er ist weg! Was machen wir denn jetzt? Oh nein, arme Emily. Die Sonne geht schon unter. Morgen um diese Zeit ist es so, dass sie vielleicht nie wieder aufwacht. Vierundfünfzig Menschen, darunter Emily, ist die Seele gestohlen worden. Was ist los? Die Ärzte behaupten, ihre Patienten seien in einen Tiefschlaf gefallen. Wir wissen es besser. Es besteht die Gefahr, dass Emily und die anderen Menschen für alle Zeiten schlafen. Wir müssen unbedingt diesen Nylock schnappen. Er wird die Unterwelt wohl kaum verlassen. Was sollen wir nur tun? Irgendwas muss passieren. Wir müssen sie retten, koste es, was es wolle. Ich lasse nicht zu, dass Emily etwas geschieht. Samurai-Symbol? Lebe! Fast geschafft. Ich habe doch versprochen, den Fluss mit Tränen zu füllen. Nur wer wird jetzt mehr leiden? Die, die im ewigen Schlaf liegen? Oder die, die sich um sie sorgen? Emily! Emily ist wach! Tut mir leid, Leute. Er hat mich erwischt. Ist doch egal. Hauptsache, dir geht's gut. Hier. Schön, dass ihr versucht, mir Mut zuzusprechen. Aber es geht mir nicht gut. Ich fühle mich so leer.
Keine Sorge. Wir kriegen das hin. Wir lassen dich nicht hängen. Wir retten dich. Halte durch, okay? Nein! Sie schläft wieder ein! Emily! Mike! Pass auf sie auf! Naylock! Komm raus, du Feigling! Ausgerechnet Emily! Hörst du mich? Mike! Komm runter! Das hilft uns auch nicht weiter! Was sollen wir denn tun? Sag mal, was sollen wir tun? Mike! Du? Ich habe wohl ein schlechtes Timing. Ich dachte, wir könnten uns duellieren, aber du bist offensichtlich beschäftigt. Und warum lässt du mich da nicht in Frieden? Ich habe keine Zeit für Spielchen, Fremder. Es ist auch für Menschen möglich, in die Unterwelt zu gelangen. Echt? Man muss nur seine menschliche Existenz aufgeben und Naylock werden. Wenn die Entscheidung erst getroffen ist, geht alles ganz schnell. Warte, du hast dich also selbst entschieden? Ich weiß nicht mehr, wie es bei mir war. Aber es scheint ja zu funktionieren. Ich lade dich ein, es zu versuchen. Du würdest Kräfte entwickeln, die kein Sterblicher je zu erlangen vermag. Und unser Duell würde noch glorreicher werden. Ha, ha. Wollt ihr Naylock sein? Halte durch, Emily. Okay. Ich mach es. Warte. Es ist unsere Mission, die Welt zu retten. Wir können nicht nur... Das ist mir egal. Emily ist die Beste von uns. Sie ist unglaublich warmherzig. Und ich will sie nicht verlieren. Mike, ich weiß, wie viel dir Emily bedeutet. Uns geht's genauso. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir uns um alle Menschen kümmern müssen. Ich will im Moment nur eine retten, Emily. Und ich werde alles dafür tun. Wir müssen es aber auch für die armen Menschen im Krankenhaus tun. Ich gehe mit dir, Mike. Nein, wir sind ein Team. Wir gehen alle. Halt, wartet! Der Mentor meinte, ihr wärt hier. Antonio? Ich denke, ich weiß, wie wir den Naylock wieder zurückholen können. Im Ernst? Wie? Wir brauchen eine Menge Symbolkraft. Und den Clownsort. Es dauert nicht mehr lange und das Leiden der Menschen wird seinen Höhepunkt erreichen. Versuchen wir es, Leute. Ha! Symbolkraft Leben! Ha! Nochmal! Ha! Ha! Mehr! Wir brauchen mehr Symbolkraft, damit er voll aktiviert wird. Lebe! 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 Ha! Was ist los? Da ist doch etwas. Oh, ein Machtsymbol? Yeah! Ha! 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 Yeah! Lebe! Nicht doch. Was geht denn jetzt ab? Was ist hier los? Was ist das? Das ist mein Kumpel Clownsort. Und der ist neu in der Stadt. Aber ich war doch in der Unterwelt. Wie bin ich hierher gekommen? Ganz einfach. Während des Kampfes habe ich dich mit einem Symbol markiert. Dem Symbol, das ich benutzt hatte, um den Clownsort zu programmieren. Was? Du hast mich markiert? Ja. Und als ich fertig damit war, ihn zu programmieren, haben mir die anderen Rangers geholfen, ihn zu aktivieren. Ich habe gehofft, dass du dich, wie von einem Magneten angezogen, aus der Unterwelt verabschieden würdest. Und so war es dann ja auch. Das ist ein Skandal! Ich bin nicht gewillt zu glauben, dass ihr mich so austricksen könnt! Nein, nein, nein! Klappen halten!
Jetzt wirst du für alles bezahlen! Schluss mit lustig! Gib's die gestohlenen Seelen wieder zurück! Genug geredet! Zeit, dich hochgehen zu lassen! Ihr geht hoch! Ha! 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 Oh, Barracuda-Klinge! Fressattacke! Ha! 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 Was ist los? Wieso funktioniert meine Fressattacke nicht? Hast du es nicht kapiert? Du bist markiert! Ich markiere euch gleich mit dem Zeichen für Sondermüll! Jetzt zahlst du für alles! Na, mal sehen. Vielleicht später. Nochmal entkommst du uns nicht! Wasserbogen! Himmelsfächer! Waldspeer! Ja! Guten Flug! Feuerschläger! Fressattacken mehr! Fantastico, wir haben ihn! Falsch gedacht! Meine Fressattacken sind jetzt noch größer! Ohne Emily können wir uns nicht zum Megasort zusammenschließen. No problemo, Mia. Ich mache das schon. Der Clownsort und ich machen den Sack zu. Samurai Morpher! Megamodus aktivieren! Clownsort! Jetzt kommt ein großer Auftritt! Ha! Mal sehen, was die Klauendisk wirklich drauf hat! Diesem Kerl machen wir die Hölle heiß! Ha! Dann mal los! Ha! Kleine Kerbe! Willst du weich gekocht werden? So, dann packen wir mal die Scheren aus! Ha! Der Hummer ist eine Nummer. Jetzt mach ich Krabbensalat aus dir. Helf mir, Riesenmugas! Dieser Augenblick ist goldrichtig für ein paar Zielübungen. Ha! Klauenwirbel! Und jetzt zu unserer Spezialität. Clownsort-Transformation. Zeit für eine fernöstliche Köstlichkeit. Ha! Clown-Kampfsort Ross. Bereit! Ihr wollt noch mehr? Bitte schön! Auf nach Westen, kleine Krabbe! Klauenkampf sorgt West! Bereit! Es sieht so aus, als bräuchte Antonio unsere Hilfe! Mike, Kevin, kommt! Ich habe einen Plan! Löwenfallsort! Drachenfallsort! Bärenfallsort! Megamodus aktivieren! Ha! Stierfischsort! Tigersort! Käfersort! Sonst vereinigt euch! Samurai Kampfgreif! Wir sind vereint! Amigos! Die Luft ist wieder rein! Komm, gib dem Kampf eine neue Richtung! Das mache ich glatt! Ab in den Süden! Ha! Klauenkampf Sort Süd! Bereit! Hey, was soll die albernen Kostümwechsel? Entscheide dich! Daran musst du dich gewöhnen, Nylock! So ticken wir halt! Tch. Das gibt's doch nicht! Ich habe noch eine tolle Kombi, nur für dich! Ich. Ja.
Hast du wirklich geglaubt, dass du damit durchkommst? Wir machen euch Nilox platt, ein nach dem anderen, bis keiner mehr übrig ist. Hey, ich will die Seelen zurück, aber Dali Dali! Ha! Ha! Doppelter Katana-Schwung! Mach mal halblang, du Krabbenfischer! Halbe Sachen gibt's bei mir nicht, kapiert? Und das Glücksrad dreht sich wieder! Ha! Ha! Megaklinge aktiviert! Ha! 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 Clownkampf Nordost bereit! Oh oh! Clownkampf Nordost, Clown Blitzschlag! Das sollte reichen. Fantastico! Emily. Und gerade noch rechtzeitig. Samurai Rangers, der Sieg ist unser. Komm schon. Mia, was ist denn? Mir geht's wieder gut. Ich weiß, aber gleich geht's dir noch viel besser. Was ist denn hier los? Tada! Happy Birthday! Ist das eine Überraschung? Von deiner Schwester. Happy Birthday, liebste Schwester. Ich vermisse dich wahnsinnig. In Liebe, Serena. Und was ist ein Geburtstag ohne einen Kuchen? Oh. Clownsort? Ja, selbstverständlich. Er hat auch Geburtstag. Ihr seid echt die Besten. Nein, Emily. Mike hat schon recht. Du bist die Beste und wir sind überglücklich, dass es dir gut geht. Heute ist der Sieg wirklich unser. Mhm. Wer will Torte? Wer hat die gebacken, du? Nein, leider nicht. Wir haben sie aus der Konditorei. Kein Thema. Du hast ja auch viel zu tun. Schneiden wir sie an. Puste die Kerzen aus. Und wünsch dir was. Ja! Fantastico! Also ich bin das Größte.